Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Bioshock Infinite Blind mit mir, eurem Yoshi. Und beim letzten Mal haben wir die ersten zwei Risse geöffnet, um die Wahrheit herauszufinden. Und diese Wahrheit scheint sich langsam anzudeuten, ist, dass unsere gute Elizabeth hier irgendwie künstlich geschaffen wurde durch irgendein Experiment und deshalb Comstock, ihre Mutter, also ihre in Anführungszeichen Mutter, und die beiden Lutesses hat umbringen lassen, damit keiner da was anderes behaupten kann. Und heute suchen wir den dritten und letzten Riss, in der Hoffnung, dass dann alles klar wird und wir so langsam zum Ende der Geschichte kommen. Ich exekutiere euch, ist kein Problem, wenn ihr so nett darum bittet. Nee, aber eher euch. Oh, hi. Nahkampf. Das ist meine Form von Nahkampf, ihr Idioten. Oh, jetzt habe ich außerdem die Leiche nochmal erschossen. Wo bist du hin? Da! Hier natürlich auch. Da soll ich sogar rein! Ja, dann. Dann holen wir uns doch schnell hier was zu essen. Ich dachte, ich könnte die Äpfel essen. Schade. Pistole? Nee, lass mal. Ich habe was Besseres. Mit viel mehr Bumm. Ja, komm. Lady Comstock, sonst halten sie ja nie die Klappe. Gesperrt. Na klar. Geschafft. Hallo. Ich wollte doch sagen, da blinkst du verdächtig. Elizabeth, das hier ist kein normaler Fotoladen. Habe ich das richtig verstanden? Ach ja, richtig, klar. Das dürfte das Labor der Lutesses sein. Und natürlich haben die was Schönes für sich. Genau das, was wir jetzt brauchen. Ich durchsuche diesen Schrank hier. Das sieht man ja sehr genau. So, wo habt ihr euren Riss versteckt? Ich sehe ihn ja. Kein Problem. Sehr offensichtlich habt ihr euren Riss versteckt. Comstock ist anscheinend durch bloßen Kontakt mit unserer Vorrichtung steril geworden. Theorie. Fortpflanzung kann die Merkmale eines Elternteils abschwächen. Und dies gilt auch für den Effekt vieler Realitäten auf die unsere. Merkmale schwächen sich ab, bis sie nicht mehr wahrnehmbar sind. Oder nicht mehr vorhanden. Alles klar, Comstock kann gar keine Kinder kriegen. Ich meine, das könnte eine Erklärung dafür sein, warum er Elizabeth hat erschaffen lassen. So als seine Nachfolgerin. Das ist meine Mutter. Ich versichere Ihnen, Madame, ich habe keinerlei sexuelles Interesse an Ihrem lieben Propheten. Und Madame Lutess? Zudem ist der Mann einigermaßen steril. Das ist eine Lüge. Komm und hol dir deine Bastard! Ich will, dass sie verschwindet! Steril? Die sind nicht meine Eltern. Was? Was warst du denn für sie? Ein Kind, das sie einsperren wollten. Ich verstehe nicht, wie es... Warum schicken uns die Zwillinge auf die Suche nach drei Wahrheiten? Waren die Risse verbunden durch ein Quantenfeld? Oder waren sie... Elizabeth, sie wollten, dass du sie verstehst. Wer? Du meinst meine... Okay. Okay.
Ja, du bist die Erschaffung der Lutessos anscheinend. So, dann wollen wir mal wieder zurück zum Tor. Bist du etwa wirklich irgendwie jetzt... Bist du ein Experiment oder bist du ein Nachfahre von den Lutessos? Was schon echt wie schwere. Was ist das denn? Elizabeth? They wanna have fun. Lieber Bruder, diese Löcher in der Luft zahlen sich weiter aus. Ich weiß nicht, von welchem Musiker du dir die Noten borgst. Aber wenn er nur halb so genial ist wie der Biologe, den ich jetzt beobachte, tja, dann wirst du der Mozart von Columbia. Natürlich, deshalb höre ich die ganze Zeit irgendwelche auf alt gemachten Remixes von irgendwelchen Liedern. Und jeder, der die Wahrheit kannte, wäre besser gleich mitgestorben. Ich bin gar nicht seine Tochter. Ich bin nur ein Testsubjekt, das man untersucht. Nein, bist du nicht. Elizabeth, hör mir zu. Was du durchgemacht hast, das hat niemand auf der Welt verdient. Booker. Wir kommen hier weg, verstehst du? Und dann musst du nie wieder zurückschauen. Ah. Booker kümmert sich doch um seine Elizabeth. Hatte ich den hier schon? Ich glaube nämlich nicht. So überhaupt nicht selbstverliebt das Haus, ne? Also hoch hier. Und hierhin sollte ich doch zurück, ne? Alles gut. Und ich hasste dich, weil du nicht meine Mutter warst. Und es geht schon wieder los. Bringen wir es so schnell wie können hinter uns. Okay, Elizabeth, du kannst bitte schneller suchen. Jetzt. Aber klar. Hilfe! Elizabeth, warum tust du denn nichts? Wäre echt mal schön gewesen, wenn du mal mitgemischt hättest und mir Heilung gegeben hättest. So wie sich das halt gehört. Okay, sie ist ja nach oben geflüchtet. Ja, wenigstens etwas. Zwar nicht das, was ich brauchte, aber... Habe ich sie? Ich schulde dir eine Entschuldigung. Comstock benutzte mich, um dich zurückzuholen, aber ich wollte eine Version, die meinem eigenen Bild von dir entsprungen war. Alles war nur davor, dich zu lieben, wie er es mit mir gemacht hatte. Ich bin nicht der Bastard deines Mannes. Warum lebe ich dann? Du lebst nicht. Nicht in dieser Welt.
geholfen hast. Oder ihn gerettet habe. Ich weiß nicht. Ist das möglich? Finde es heraus, Kind. Finde es heraus. Es gibt unendlich viele Welten. Alles ist möglich. Das ist auch eine Methode, dieses Tor zu öffnen. Das war ja irre. Ja, dann sind wir wohl endlich soweit, dass wir Comstock-Haus betreten können. Wow. Ja, dann schmeiß den Aufzug an. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Autsch. No. Hier wieder. Hallo, Elizabeth im alten Outfit. Die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Bringen Sie uns das Mädchen und tilgen Sie die Schuld. Das ist viel zu... Ich kann die Tür öffnen. Warum kann ich jetzt die Tür... Oh Gott, okay. Ich meine, ich muss irgendwann Plan machen, aber doch noch nicht jetzt, oder? Okay, wir kommen dir hinterher. Gib mir sofort meine Elizabeth zurück. Elizabeth! Ich muss sie einholen. Herr Booker, dann sprinte! Was ist jetzt passiert? Warum schneit's hier plötzlich? Schnee. Es ist Juli. Elizabeth, kannst du mich hören? Booker, ich glaube, gerade hört dich niemand. Nehmen Sie Ihre Hände weg, ja. Bringen Sie mich wieder in meinen Turm? Ist das... Manche träumen vom Mammon. Was zum Teufel? Manche träumen von Liebe. Mein Vater träumte von einer Flut aus Feuer. Man schenkte uns Eden. Wir machten einen Sodom daraus. Warum sollten wir gerettet werden? Der Herr gab Noah einen Fisch in Form einer Flut. Mir machte er es nicht so leicht. Er sprach, Prophetin, bilde mir eine Nation von Fischern aus. Klar! Wir sind in einer Realitätsversion, in der Elizabeth ihrem Vater nachgefolgt ist. Was sind wir hier? Was haben Sie mit mir vor?
Wer seid ihr denn? Auf jeden Fall seid ihr auch nicht ganz aus dieser Welt. Und Leute, es ist gerade echt nicht schön, Elisabeth, so. Was ist das denn für ein Viech? No sin evades his... keine Sünde entkommt seinem Blick, okay. Muss ich dich töten? Ah ne, wenn er mich sieht, dann fangen die anderen an, mich anzugreifen, okay? Und die sind gar nicht mehr so schwach, wow! Und die haben nichts dabei! Hilfe! Da habe ich jetzt gerade nicht die gute Bewaffnung für. Jetzt hör doch bitte auf, Elisabeth, hier mal rumschreien zu lassen. Das... Verdammt, ich muss irgendwie da rein. Hören Sie, ich will nur zu dem Mädchen. Wer waren diese? Spielt keine Rolle. Ich muss ins Büro des Direktors. Ins Büro des Direktors? Klar. Dazu ist es jetzt zu spät. Dein Vater hat dir ein schönes Zuhause geschenkt. Und du hast es zerstört. Wer ist Dr. Pettifog? Oh, hi, Elizabeth. Ich nehme an, der Siphon ist eine Art Leine. Ja, mein Vater hat sie mir angelegt. Aber als die Zeit kam, habe ich sie nicht einmal selbst abgenommen. Was, wenn ich die Leine abnehme und dann herausfände, dass ich so gefügig bin wie eh und je? Ich hoffe einfach, dass ich vorher da vorne noch was finde. Ich verstehe gerade nicht mehr so ganz, was hier abgeht. Aber offensichtlich sind wir in einer Welt, in der Elisabeth der Prophet ist, die die Rolle von ihrem Vater übernommen hat. Und das sind Rissen, sind das, ist das so die Geschichte wie Booker in dieser Welt? Wie mein Vater konnte mit ihr umgegangen ist? Was sein würde, sein könnte und nicht sein darf. Vor dem Viech flüchte ich so gut ich kann. Wird geboren, verpestet von Sünden. Manche sind so schlimm, dass sie niemals Vergebung finden. Der Geist muss mit der Wurzel ausgerissen werden. Meine Kinder sind ohne Fehl, ohne Tadel und haben keine Wahl. Denn welchen Wert hat der Wille, wenn der Geist mangelhaft ist? Alles sehr fehlerhaftes Denken, meiner Ansicht nach. Kind, möchtest du mit mir beten? Ich tu mir weh. Bitte lassen Sie mich gehen. Wir werden dich heilen. Ich will nicht krank. Ein Geist schon. Ich wollte immer nur, dass du dein Potenzial ausschöpfst.
Ich höre gerade, glaube ich, jetzt die Geschichte der Elisabeth dieser Welt. Hi! Das ist aber nett. Ich bin Dr. Penny, Frau Elisabeth. Und ich werde mich um dich kümmern. Immer noch trotzig nach all der Zeit. Der Witt hat dich einfach hier zurückgelassen. Du musst ihn vergessen, Liebes. Er wird kommen. Oder höre ich, habe ich gerade einen Zeitsprung hinter mir und höre gerade, was Elisabeth so durchgemacht hat, während ich nicht da war. Ganz ruhig. Du wirst garantiert gleich nochmal hier in diese Richtung gucken. Sobald du wegguckst, sprinte ich darüber. Und dann wollten sie sie töten. Okay. Ah, normale Gegner wieder. Erstmal den aus dem Weg schaffen. Ich werde sterben, da besteht gar kein Zweifel dran. Wollte ich ja gerade sagen. Dafür war das gerade alles viel zu überraschend. Und ich hatte viel zu wenig Chance, mich vorzubereiten. Ich werde jetzt ein paar Mal sterben, gehe ich von aus, bis ich hier... Ich habe mich doch gerade besiegt. Die Waffe ist nicht schön. Die braucht zu lange, um nochmal schießen zu können. Aber hier rein. Elisabeth, warum sind deine Krähentypen weiß? Okay, da unten war noch eine Waffe. Ich muss jetzt echt die Waffen durchwechseln. Habe ich keine andere Wahl. Wechseln wir halt wieder zum Karabiner zurück. Ist lange her. Du isst ja gar nichts, Liebes. Hast du irgendetwas? Ich habe keinen Hunger. Früher oder später musst du was essen. Wenn du auf der Witt wartest, verhungerst du. Na komm. Sie hat auf mich gewartet, aber ich bin nicht gekommen, okay. Okay, der nächste Riss. Das Kind ist bereit. Es ist Zeit. Trophäe. Selbst wenn wir sie heilen, warum sollte sie tun, was sie sagen? Meine Tochter hat zwei Krankheiten, Doktor. Die eine wird ihre Wissenschaft heilen. Die andere ist spiritueller. Was für eine Krankheit ist das? Hoffnung. Genau, Hoffnung ist eine Krankheit. Und wir müssen Leute von der Wissenschaft heilen. Komm, Stock. Du bist vollkommen übergeschnappt. Oh, hier habe ich gar nicht geguckt, wieso ich den schon kenne. Hummingbirds? Nein, ich glaube nicht. Oh, Kolibris, wie süß.
Ja, ein schönes Video mit Kolibris. Danke dafür. Morgen ist ja deine Operation. Also ist das. Du hoffst immer noch, dass David kommt und dich rettet, was? Es sind jetzt 6 Monate. 6 Monate. Okay, ich war mindestens ein halbes Jahr weg. Das würde den Schnee erklären. Und ich habe gerade Lockpicks gekriegt, was mir sagt, ich kriege Elizabeth nochmal wieder. Schrotflinte, okay, auch nicht schlecht. Besser als 2 Präzisionswaffen auf jeden Fall. Ich versuche, dem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Durch die Tür durch, habe ich mir schon fast gedacht. Ha! Nehmt das, Leuchteviecher! Nein, ich bin hier! Doch in gewisser Weise bin ich ihm dankbar. Er machte mir klar, wie viel Vertrauen unsere Spezies verdient hat. Gott setzte auch einst Vertrauen in die Menschen. Es scheint, wir haben etwas gemeinsam. Die Enttäuschung. Elizabeth, ich komme jetzt zu dir. Den Propheten nicht stehen. Flüchtete gar vor seiner Umarmung. Mhm. Leugnete, dass ich sein Fleisch bin. Folgte einem Mann, der alles zu sein schien, was mein Vater nicht war. Aber das war ein falscher Hirte. Und als die Wölfe mich jagten, war er nicht da. Danke für diese wunderschöne Durchsage, Elizabeth. Ich glaube, dieses Ende wird sehr deprimierend. Ich meine, sie haben Elizabeth anscheinend Gehirn gewaschen, damit sie jetzt wirklich diesen ganzen Prophetenquatsch glaubt. Und, sie wird mich hassen, wenn sie mich sieht. Davon gehe ich mal ganz schwer aus. Was haben wir hier? Okay, das Battleship fällt. Falls. Oh, wie furchtbar. Ah, und dann werden wir uns wohl Elizabeth stellen müssen und gucken, wie sie auf uns reagiert. Beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Bioshock Infinite Blind mit mir, eurem Yoshi. Und bis dahin viel Spaß für was auch immer ihr noch so tut. Und wir sehen uns. Ciao.